Was bei VW MEB heißt, wird Mercedes MEA nennen. Steht für modulare Elektroarchitektur. Allerdings wird diese neue Plattform erst mit dem EQS im Sommer eingeführt. Vorher elektrifiziert der Stern seine bereits vorhandenen SUV. Der EQC hat den Anfang gemacht, der EQA ist gerade vorgestellt worden und der neue EQB kommt noch im Frühjahr. Anders als bei den künftigen E-Modellen mit Stern baut die Elektroversion hier auf einem Baukasten auf, der ursprünglich mal nur Verbrenner beherbergt hat und das parallel auch weiterhin tut. Die E-Version ist damit quasi eine Motorvariante nach Benzin, Diesel und Hybrid. Vorteil: Mercedes muss nicht alles noch einmal neu entwickeln und kann trotzdem schnell mit neuen E-Autos auf den Markt kommen. Nachteil: Die effizientere Anordnung von Motoren und Akkus kommt hier noch nicht zum Tragen, weil die Verbrennerplattform den Weg vorgibt. Trotzdem wird der EQB sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, spannend, weil er die E-Mobilität bei Mercedes im Vergleich zum EQC günstiger macht und trotzdem mehr Platz bietet als zum Beispiel der EQA. Damit ist er eben nicht nur als Zweitwagen oder für die Stadt interessant, sondern könnte auch den ein oder anderen Verbrenner aus der Garage verbannen.